Hallo und herzlich willkommen zu Folge 318, dürfte jetzt schon sein, bei Xeres Rückkehr. Es ist Tag. Ja, warum ist es Tag? Ich sage euch warum. Böses Vertreiben ist nicht Untote vertreiben. Ja, ich habe herausgefunden, dass wir die Untote, also Untote vertreiben, Untote vernichten, Spruchrolle, müssen wir kombinieren mit der Eiswelle. Und dann sagt er auch gleich was ganz Ich möchte anderes. Achtung. in der Tat, deine Wahl war nicht die schlechteste, so scheint mir. So, ne, und mit der nicht so schlechten Wahl düsen wir jetzt direkt zum Ohrfriedhof und probieren das aus. Und jetzt muss es funktionieren. Ich zeige euch gleich mal auch die Spruchrolle. Wo ist sie denn? Da ist er, die heilige Welle, 9.999 99. Schaden. Natürlich nur gegen Untote. Und dann sollten wir das hinbekommen. Es war, wie gesagt, ich muss das nochmal ganz kurz ansprechen, bezüglich der letzten Folge, es war äußerst irritierend, das Ganze. Mit der Feuerwelle und dem Eisregen. Ja, ich hatte, wie gesagt, so ein mulmiges Gefühl die ganze Zeit, so irgendwas stimmt da doch nicht so ganz. Ich meine, beide Ansätze waren ja nicht schlecht. Auch dass mich das mit dem Eisregen irritiert mich übrigens immer noch. Ich habe keine Ahnung, warum da die Barriere nicht gebrochen wurde, aber vollkommen egal, die heilige Welle fetzt jetzt alles aus dem Leben. Gute Nacht. Keine Chance für die. Dicker Apparat, muss man dazu sagen. Vielen Dank für deine Rettung. Ajo, kein Ding. Wir sind geschwächt und werden hier noch etwas verweilen, bis du den Ausgang erreicht hast und sichergestellt ist, dass wir gefahrlos das Freie erreichen können. Okay, wenn ihr das meint. Nichts zu holen. Da ist nichts so, zu holen. So, dann werden wir hier mal. Wo ist denn jetzt der andere Kamerad? Da Nichts ist er, zu nein, holen. da ist er doch. Also, Kromanin-Buch. Buch mit den drei Siegeln. Ich weiß gar nicht mehr, was davon was war. Ein weiteres Buch, scheinbar hatte dieser untote Fleischklops eine Vorliebe für bizarre Literatur. Ach, gewohnt und verborgen ist auch eine neue Quest. Ich trottel, dachte die ganze Zeit, das wäre irgendwie eine andere. Aber das war, glaube ich, die geheimnisvolle Spruchrolle, oder? Oder doch nicht? Also die Barriere ist weg, die Geiseln frei. Jetzt kann ich mir endlich das Buch vom Schamanen holen, ja. Den Lurkern keine Ruhe lassen. Sollte bald müssen wir noch zwei Grundstücke haben. Nahkämpfer gesucht. Werden wir dann auch noch machen. Jetzt aber erstmal restlichen Kram hier looten. Es gab übrigens eine Menge EP jetzt mit einem. Nichts auf zu einen holen. Schlag, schätzungsweise. Nichts zu holen. Ja. So zwischen Nichts zu plündern. 4 und 5.000 Nichts zu holen. 2.500 von dem dicken Kamerad, dann sind es noch 5, ja, so circa 4.000. Hey. Damit kommen wir ungefähr hin. Das letzte Mal hatte ich allerdings schon gesehen, dass man die Jungs hier wieder ausrauben kann. Ist doch wunderschön. Bin übrigens auch wieder gut. Hey, du! Ein bisschen Zeit am Schreien, Hey! An Inos gedacht und darüber nachgedacht, dass das, ja. Hey, du! Falsch war, die Leute zu beklauen. Deswegen habe ich ganz, ganz viel Zeit an unserem Lieblingsschrein verbracht. Um jetzt im Endeffekt nichts draus gelernt zu haben. Aber egal. Inos vergibt einem immer wieder. So, das ist die Sache, der will jetzt hier sitzen bleiben. Aber warum? Soll ich jetzt. Sind hier nochmal neue Gegner gespawnt? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Notfalls kann ich auch Nyras nochmal umlegen, also das ist auch nicht das Problem. Also soll ich jetzt alles nochmal freiräumen oder was? Ist hier irgendjemand nachgespawnt oder muss ich den Nyras jetzt wirklich umlegen? Damit die Kollegen endlich mal hierher marschieren, oder ist es egal? Also können wir die auch ignorieren? Oder hey, so? Du. Im Prinzip lebt hier nur noch der. Ansonsten scheint der Weg hier frei zu sein. Zumindest wüsste ich jetzt, also ich sehe jetzt hier nichts, hier ist doch frei, also. Sollen wir den mal töten da unten? Können wir eigentlich mal machen.
Sonyros, es ist Zeit, beziehungsweise warte kurz, es ist noch für was ganz anderes Zeit. Erstmal werden wir das Gromanin lesen. Aber das ist leer. Aber die Quest wurde aktualisiert hier oben. Verdammt, das Gromanin-Buch ist leer, was Xaras dazu sagen wird? Fragezeichen. Das ist eine gute Frage, was er dazu sagen wird. Aber wo war das andere Buch hier? Ist es das da? Genau, Buch mit drei Siegeln. Können wir nicht öffnen. Wer hätte es gedacht? Schuld daran bist nur du. Na, warte. Nein, Schnauze. Was hast du denn eigentlich für eine komische Keule dabei? Ein Oberschenkelknochen. Nehme ich noch kurz mit. Nichts zu holen. Oh, tschüss. Hat's drauf angelegt. So, die Frage vielleicht, muss man die da unten aber auch ignorieren? Denn wie gesagt, der Weg wäre frei. Ansonsten müssen sie jetzt nicht sagen, lade ich neu lassen, Nyras leben und düse einfach wieder. Nein, eigentlich nicht zu Xardas, eigentlich wollten wir ja erst zu der Söldnern, zu Onas Hof. Wollte jetzt einen Abgang machen? Oder was? Okay, hat auch nichts zu sagen, also irgendwie. Ich hätte jetzt gedacht, dass Born irgendwie neue Gegner, ja, beziehungsweise, ja, lass mal Nyras auch am Leben kommen, der hat nichts Falsches gemacht. Ein verirrtes Schaf, das kommt immer mal vor. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, was wollte ich sagen? Gute Frage. Genau, wir lassen jetzt die da unten einfach mal rumgammeln. Ja, ich meine, hier steht nichts von, ne? Da steht nichts von, yo, du musst den Weg freiräumen, damit die dann nach außen kommen. Also entweder bleiben sie halt da sitzen oder die bewegen ihren Arsch. So, jetzt guck mal, das Buch ist leer und wir haben ein Buch mit drei Siegeln, das sich nicht öffnen lässt. Soweit, so gut. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir die Quest... Ah, wobei... Inwieweit sind jetzt die beiden Quests ineinander so verworren? Das müssen wir erstmal schauen, denn die Quest haben wir ja von Liebe kommen. Deswegen, ich teleportiere mich erstmal zu Lee. Und dann zu Xardas. Wobei es auch gut möglich ist, dass die Quest vielleicht auch gar nicht von dem beendet werden soll, sondern von Xardas. Das würde Sinn machen. Und wir müssen jetzt eigentlich für beide Quests mehr oder minder zu Xardas. Aber ich hoffe einfach mal drauf. Ich muss sagen, je mehr ich mich jetzt Lee näher, desto dümmer kommt mir die Idee vor. Aber wir machen nochmal genug Mana, sehe ich gerade. Dann knacke ich erstmal nochmal kurz irgendwie in 20 Minuten. 126. Tag haben wir schon. Also niemand wartet mehr groß auf uns. Also das, damit haben die Leute abgeschrieben, ja. Xeres lässt sich auch Zeit. Da können wir auch mal noch ein bisschen runter knacken. Soll ich mal kurz schauen, ist es ein ganzer Tag? Ne, jetzt sind einfach nur wirklich 10 Minuten vergangen. Okay, und die Mana ist voll. Ah, trotzdem gehen wir mal zu Lee. Jetzt wollte ich gerade schon direkt zu Xardas aufbrechen. Kann auch gut sein, dass wir die Quest im Sumpflager abgeben müssen. Wie gesagt, machen wir das halt eben noch. Immerhin können wir das Gromanin ja eh noch nicht lesen. Du hast es geschafft. Perfekt. Das Sumpflager war außerordentlich zufrieden über der Rettung seiner Leute und hat uns großzügig dafür honoriert. Hier ist dein Anteil. Aber nun sprich, wo bleiben denn unsere Jungs? Machen Sie eine wohlverdiente Rast im Sumpflager? Nein. Nun, die ganzen Untoten und Orks haben Ihnen ziemlich zugesetzt. Was soll ich sagen? Alle sind tot oder untot? Ich hoffe, das ist ein übler Scherz. Tja, ich wünschte, es wäre so. So viele gute Männer, diese verfluchten Orks. Das werden Sie mir büßen.
Vielleicht habe ich mit Sylvio als Anführer der Orkjäger auch eine schlechte Wahl getroffen, wenn meine Jungs in so schlechter Form waren. Jupp. Hey. Ungefähr, sonst nichts Neues, keine Folgequest. Klar, enttäuscht wäre ich auch, aber das waren ja auch Versager. So, also ein Ort ewiger Ruhe haben wir erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, für uns geht es jetzt quasi weiter dann bei Xardas, aber wir suchen ja eigentlich noch nach Nahkämpfern und die Opferschale. Da sollten die jetzt auch mal wieder neue Erkenntnisse für haben. Wie gesagt, hat sich so ein bisschen gestriffen, die beiden Queststränge, aber ist ja nicht schlimm. Wobei sich die jetzt eigentlich gar nicht groß... Also zumindest die von Lee und die Hauptquest. Die haben sich ziemlich in der Mitte getroffen. Die beiden Questen haben sich gedacht, komm, das machen wir zusammen. Haben wir es auch gedacht, das machen wir zusammen, ist klar. So, das heißt aber jetzt für uns zum Bauernhof. Ist das der richtige Bauernhof? Nein, zum Großbauern. Werden wir da sonst wo in der Welt rumgegurkt. Denn wir müssen weiterhin Nahkämpfer suchen. Und da vorne ist schon ein Top-Nahkämpfer, Kord. Hey. So die Frage, ob der irgendwie... Ne, will er natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Ich hoffe, wir werden hier noch fündig, ne? Ansonsten sehe ich ein bisschen schwarz. Das ist irgendwie ein bisschen... Naja. Sehr mühselig bis jetzt. Irgendwie will mich hier keiner... Stimmt. Den Waldläufern beitreten. Vielleicht Wolf. Nö. Das hätte er doch besser wissen müssen. Hey, du! Und die Söldner ohne Namen sind eh zu nichts zu gebrauchen. Geh weg. Das gibt doch nur. Ja, gut, hey, die beiden werden auch nicht. Dafür sind die zu wichtig. Mich brauchst du das nicht. Okay. Die Waldläufer suchen Leute. Möglichst Schwertkämpfer. Wir sind einige, die den ganzen Tag nur rumgammeln. Aber da musst du Kord fragen. Das sind doch gut. Alles nur Gerüchte. Bis später. Okay. Das gibt doch immerhin, immerhin war Laris so ein bisschen die Zweigstelle. Das kann man ja so noch annehmen. Okay, gut, ich dachte schon, jetzt würden wir den da zu den Waldläufern jagen. Aber man muss erst mit dem sprechen, bevor man mit Kord sprechen kann. Auch interessant. Aber der ist doch echt ein würdiger Kandidat hier, oder? Die Waldläufer brauchen noch Nahkämpfer. Die wissen mit dem Schwert nicht allzu viel anzufangen. Und im Innental ist der Bär los. Bei unserem Lager am dunklen Wald ebenfalls. Was genau liegt an? Irgendein Schwarzmagier hat es offensichtlich auf die Waldleute abgesehen. Keiner weiß warum. Wir haben schon 5 Mann verloren. Das ist schlecht. Aber wie du selber weißt, ist hier in Korinnes auch einiges zugange. Man sieht allenthalben dunkle Gestalten umherlaufen. HMM, einen Mann könnte ich euch ausleihen. Für 500 Gold. 500 Gold? An Gold war eigentlich nicht gedacht. Man wird den Mann selbst schon bezahlen müssen. Aber ich habe eine Idee. Wie wär's, wenn ich dafür sorge, dass ihr einen Jäger im Austausch bekommt? Ja, eigentlich bei euch jemand? Eigentlich nicht. Unsere Verpflegung kommt von Buna. Aber du hast recht. Ein extra Brocken Fleisch wäre nicht verkehrt. Abgemacht. Und wen? Vorn am Eingang ist eine Ersatzwache. Sitzt meistens links im Gras. Hockey, alles klar. Bis demnächst. Adanus mit dir. Okay, also The Court ist hier auch einer von den hohen Tieren. Er selbst ist leider nicht dabei. Wo ist unsere Mana eigentlich schon wieder leer? Komisch. Haben wir die erst nicht, wir haben darunter gepennt oder nicht? Ach Gorn, muss das sein. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das gibt doch nur noch. Auf jeden Fall, der hockt da vorne. Sollen wir den jetzt allerdings. Gut, komm her, dann machen wir dort hin. Hallo, bist du Hock? Sicher bin ich das. Sieht man mir das nicht an? Doch. Anweisung von Kord.
Du sollst ins Minnental gehen und dich dort im Waldläuferlager melden. Aha. Und wie finde ich das? Warst du schon im Minnental? War mal bei Lee im Söldnerlager. Ist aber länger her. Pass auf. Wenn du ins Tal kommst, hältst du dich rechts, immer an den Bergen lang Richtung Alte Mine. Irgendwann siehst du dann einen Durchgang und ein gutes Stück weiter einen hölzernen Wachturm. Da ist das Waldläuferlager. Am Eingang steht Torgan. Ihm sagst du, du seist der neue Nahkämpfer. So, bin ich das. Klar, du wirst reichlich Spaß haben. Na, hoffentlich. Komm, ist doch eh sonst noch rum. Also viel Spaß auf deiner Reise, hoffentlich gehst du nicht drauf. Kirko einen der Jäger zum Bauern Ona schicken. Also einen anderen Söldner können wir logischerweise nicht entbehren. Mal schauen, ob wir noch irgendwen. Also Lars schickt uns zu Kord und der kann einen Mann. Okay. Kord hat mir Hock mitgegeben. Dafür bekommt ihr einen Jäger geschickt. Nur zu, der kann dann mit mir auf Jagd gehen. Bis dann. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. So sieht's aus. Du hast keinen Bock. Zufällig, hä? Nein, stopp. Warte mal. Was ist jetzt übrigens das mit dem, ich brauche deine Hilfe irgendwie? Ja, hilfst du trotzdem nirgendwo bei, das ist doch gone halt. So, die Frage, muss ich nochmal Torloff ansprechen, also vielleicht weiß der noch wen. Oder wir gehen mal kurz in die Kneipe rein. Genau das habe ich auch. Jetzt wo wir schon mal hier sind, Bennett, kannst du uns irgendwas beibringen? Ich will mehr über... Nee, ne? Irgendwie nicht. Darauf wirst du erstmal beklaut, du Sack. Danke für den Rohstahl. Immer noch gut, okay. Also, immerhin haben wir jetzt schon mal einen. Der arme Kerl kann einen, ist ja auch fast niemand. Kann man sowas nicht machen? Der war doch sturzbetrunken. Ist ja eigentlich fast der niemand. Erwan merkt erst jetzt, also, man merkt wirklich, dass die Söldner noch im Minental aktiv sind, weil hier ist einfach keine Sau. Ja, normalerweise ist ja alles gefüllt mit Söldnern. Hier hast du einfach so 3, 4, 5 Söldner. Wolflares, Gordon, Torloff, Kord. Wie gesagt, ein paar Deppen, die halt einfach da rumstehen. Die nur Präsenz zeigen. Ist hier noch jemand im Raum? Tatsache. Seid ihr wichtig? Habt ihr Namen? Nein, habt ihr nicht. Das ist ja unfassbar. Nein, kein Taschendiebstahl. Stimmt uns nicht. Gut, dann korrigiere ich es, dann sind vielleicht 6, 7 Söldner. Vielleicht 8. Und der Hock. Aber sonst ist hier keiner mit Namen. Also sollen wir jetzt einfach mal zurück? Ja, wir gehen jetzt einfach mal zurück. Wo ist eigentlich das ganze Mana hin verschwunden? Haben wir momentan irgendwie irgendeine Krankheit, die uns Mana abzieht? Da achtest du mal kurz drauf, warum ist die Mana weg? Tatsache, die sinkt doch. Warum sinkt die Mana? Ist sie irgendwie krank? Oder liegt es an dem Buch, das wir vielleicht dabei haben? Das könnte ich mir vorstellen. Das böse Chromanin. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie im neuen Lager auch noch jemanden hätten vorbeibringen sollen, können, müssen, aber naja. Jetzt können wir immer eine Runde pennen, weil uns irgendwie die Mana ausgeht. Das ist auch ein bisschen suboptimal. Aber verhindern können wir es jetzt halt nicht. Dann schöner Tag heute. Ja, richtig. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wieder mal anstrengend. Ja, immerhin brabbelt er mit uns. Ein bisschen Smalltalk, das ist ganz lustig. Wir müssen da so schnell wie möglich zu Xardas kommen, weil ich muss diesen Mana-Dingen loswerden. Das ist doch nervtötend wie Sau. Ich denke, wir können jetzt auf jeden Fall wegen der Opferschale weiterreden. Und vielleicht reichen auch schon die Nahkämpfer. Ach, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin. Es sind ja nur 2. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Also dann geben wir dir mal Bescheid hier.
Auftrag ausgeführt. Okay. Sind die Kämpfer schon da? Einer ja. Er trainiert schon mit den Jägern. Ein fähiger Mann, scheint mir. Gut zu hören. Der zweite kommt von Odais Hof. Allerdings musste ich dem Anführer dort versprechen, dass ihr im Austausch einen Jäger nach Korinnes schickt. Hoffe, das war in eurem Sinne. Ei, gewiss. Ein Nahkämpfer ist hier wichtiger. Ich werde den Sohn nur schicken, wenn der Neue hier eintrifft. Jo, perfekt, aber das geht mich nichts mehr an. So, also, die Nahkämpfer gesucht Quest haben wir auch erledigen können. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir mal uns nach der Opferschale erkundigen. Kirko und Wulfgar wissen nichts über die Schale. Wulfgar will in den Büchern nachlesen, wird ein paar Tage dauern. Genau diese paar Tage sind jetzt vergangen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich erfahren, wie es hier weitergeht. Die Nahkämpfer sind da. Und ansonsten, gut, eigentlich müssen wir das loswerden. Also vielleicht machen wir das auch noch zwischendurch mit dem Komanin-Buch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Mana-Raub, den wir hier irgendwie haben, damit zusammenhängt. Falls er das nicht tun sollte, bin ich komplett irritiert. Aber naja, es gibt ja überall Schlafmöglichkeiten. Das heißt, im nötigsten Notfall werden wir das auch überleben. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge und machen dann erstmal hier bei den Waldläufern weiter, bei den Jägern. Und werden dann auch mal bei Xalas vorbeischneien. Und schauen, dass er auch was uns irgendwie da noch, ne, dass er da uns Auskunft geben kann. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.